Was man gesehen hat, was man erreichen kann, ist, dass es den Teilnehmern am Coaching subjektiv besser geht. Die haben berichten einen besseren Gesundheitszustand insgesamt. Die Ziele des Coaches ist genau das. Das wollten wir damit erreichen. Und das hat gut geklappt aus psychologischer Sicht gesehen. Subjektive Gesundheit ist ein Maß, zu dem, was von Personen sehr, sehr gut beantwortet werden kann, was sehr komplex ist. Nämlich in dem Moment die Einschätzung, wie geht es mir, auf einer Skala von 0 bis 10. 0 ist so schlecht, wie es nur sein kann, und 10 ist besser, geht es nicht. Und dieses Maß hat in vielen Studien gezeigt, dass es ein besserer Prädiktor oder ein sehr guter Prädiktor für Mortalität und Morbidität im Alter ist. Personen, wir alle machen dabei sofort, ziehen wir zum Beispiel Vergleiche. Man könnte ja denken, ältere Personen haben eine schlechtere subjektive Gesundheit. Das ist nicht der Fall. Die vergleichen sich automatisch mit anderen älteren Personen und finden da ihr eigenes Maß. Das ist entscheidend für das Wohlbefinden und letztendlich natürlich auch für die Lebensqualität. Also wenn ich mich selbst gesund fühle, obwohl ich vielleicht Diabetes habe oder eine Herzinsuffizienz, dann ist das viel wichtiger als irgendwelche Laborparameter. Die Selbstwirksamkeit, darunter versteht man die Überzeugung, durch eigene Initiative, durch eigenes Handeln Probleme zu lösen oder eben die Gesundheit auch zu beeinflussen. Und das ist erfreulicherweise bei dem Coach auch so gewesen, dass selbst Personen, die grundsätzlich eher wenig Selbstwirksamkeit haben, gerade auch von diesem Coaching profitieren, weil sie Ideen bekommen und selber erleben, wie es ist, wenn sie Dinge anders machen. Coaching steigert die subjektive Gesundheit der Teilnehmer, ist auch für Patienten, die an körperlich sehr schwer beeinträchtigt sind, wirksam. Es funktioniert für Männer. Das finde ich auch eine ganz wichtige Nachricht, und man kann mit einer sehr schlichten Frage das gut evaluieren.